So, der zweite Tag der German Comic Con hier in Frankfurt hat begonnen und ich habe jetzt hier niemand anderen vor mir stehen als den Racing Rainer, der so ziemlich jedem bekannt sein dürfte, der im Internet schon mal einen Comic bestellt hat. Gerade die Jungs und Mädels aus dem Panini Forum wissen da extrem Bescheid. Hallo Rainer. Hallo, gerade wird es ein bisschen laut, ne? Also es ist immer so auf Messen. Ganz genau, sieht aus, laut war es gestern schon den ganzen Tag. Mal gucken, wie es heute wird, auch wie es mit der Anzahl der Besucher aussieht. Wie lief denn der gestrige Tag für dich? Bist du zufrieden? Dafür, dass ich der Einzige bin, der mit Comics hier steht, hätte es besser laufen müssen. Okay, obwohl da relativ viel Gedränge war, aber mehr so gucken, weniger kaufen, oder wie? Ja, viele Leute, die kennen keine Comics, die auf eine Comic-Con gehen. Es gibt den harten Kern, der von Comic-Con zu Comic-Con reist, aber die kennen die meiste Ware und suchen nur noch bestimmte Ausgaben, die vergriffen sind. Der normale Comicleser, sei jetzt mal, ja, dem sind auch die meisten Serien bekannt. Wichtig sind auf den Cons die Leute, die das erste Mal mit dem Medium Comic konfrontiert worden sind. Die kommen an den Stand und sagen, ich habe noch nie einen Comic gelesen, was können Sie mir empfehlen? So, und um die Leute geht es, ans Comic ranzuführen, um Neukunden zu gewinnen. Deswegen mache ich auch die Börsen, weil Gewinn kann man eigentlich nicht machen. Also ist der Werbeeffekt vielleicht größer als der eigentliche Standeffekt dann in dem Moment. Wie sieht es aus, seid ihr vom Portfolio dann auch so aufgestellt, dass ihr dann vor allem so Nummer 1 dabei habt und Ausgaben, die vielleicht, sag ich mal, zum Preis eher angepasst sind oder günstiger? Es kommt nicht auf den Preis an. Es kommt darauf an, was die Leute haben wollen. Ne? Was sie interessiert, wenn die sagen, ich möchte einen Batman lesen, was können sie mir empfehlen, dann geht das in Richtung Killing Joke. Batman oder Joker-Anthologie, ne, das ist was für Einsteiger, damit die einen Überblick kriegen und das ist das, was die Leute auf Comic-Cons wollen. Wir laufen ja auch, zumindest gestern liefen sehr viele Harley Quinns rum und man hat auch den einen oder anderen Batman und Robin gesehen. Wir sind da ja selbst nicht ganz unbeteiligt. Es sind also tatsächlich auch die Titel, die so mit am besten laufen. Batman als vielleicht einer der stärksten Serien oder was würdest du sagen, sind so die Renner dieses Jahr gewesen bei dir? Ja, um Batman, Harley Quinn, Deadpool kommt man halt nicht herum. Ja, aber im Moment ist gerade Wolverine, Old Man Logan angesagt, durch den Kinofilm auch. Dann werde ich viel gefragt heute nach etwas, wo der Riddler auftaucht, weil hier ein Schauspieler eben halt da ist. Man muss sich halt vorbereiten bei Messen, wenn man dann sieht, welcher Schauspieler ist da, welcher Zeichner ist da, dass man auch genau diese Ware da hat. Bei Walking Dead geht es manchmal nur darum, dass irgendwo eine Figur auf dem Cover ist, weil da wird dann das Comic gekauft, möglichst günstig oder möglichst ein US-Heft für 1 Euro, damit man was in der Hand hat, wenn man neben dem Schauspieler steht, ne, und dann noch ein Autogramm aufs Cover. Ja. So, das hat dann mit Lesen nichts zu tun. Ne, da geht es eben halt um den Star-Kult. Bist du denn selbst auch Comic-Fan? Und wenn ja, was liest du denn also aktuell selbst so? Ja. Ich lese seit Kind auf Comics, von Mickey Mouse in den Anfängen, Clever und Smart, dann die franco-belgischen Klassiker. Mittlerweile bin ich umgeschwenkt auf ja, viel von Cross-Kult, also Walking Dead habe ich gelesen, Revival, Waisen, eine der unterschätztesten Serien, die es überhaupt gibt. Da hört man auch viel Gutes über Waisen, lesen wir auch, also haben wir bei uns auf geekwisper.de auch schon gute Kritiken drüber geschrieben. Das heißt, du hast da vor allem so auch Cross-Kult genannt, das heißt, du bist auch so der klassische Deutschleser, du liest das, oder auch Englisch? Nur Deutsch, weil Englisch bin ich nicht so gut drin. Ja, das kenne ich. Okay, das und was sind deine Erwartungen heute für den letzten Tag? Wo kann man euch vielleicht auch demnächst mal live antreffen? Wo ist eure nächste Con oder Börse oder in der Richtung? Ja, also generell auf allen deutschen Comic-Cons, ne, auch die MCM in Hannover zählt dazu, die ja kaum Werbung hat oder macht. Naja, im Internet schon, aber ich glaube, das ist auch das Medium der Zukunft. Eine Anzeige in irgendeinem Fachmagazin,
erreicht nur die Altleser, die sowieso schon wissen, wo, wann, was stattfindet. Also generell nehme ich fast alles mit, was irgendwo mit Comic-Con oder Börse, Messe zu tun hatte. Wenn ich da vielleicht kurz noch mal nachhaken darf, gerade du als Verkäufer auch jetzt eben von Paperbacks, also von Papier, von haptischen Comics, wie ist so deine Einstellung zu E-Comics, speziell jetzt so digitaler Vertrieb, meinetwegen auch die großen US-amerikanischen wie Comixology oder auch die Humble Bundles, wie ist so deine Meinung dazu und wie siehst du da, vielleicht, kannst du irgendeine Entwicklung abschätzen vielleicht? Ich sag mal, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich was in der Hand haben zum Lesen. Wenn ich am Strand sitze, im Liegestuhl aus dem Wasser komme und mich gerade eingecremt habe, dann möchte ich am liebsten ein altes, zerflattertes Comic lesen. Hauptsache der Inhalt ist gut. Und digitale Form, ich weiß nicht, ob ich ein Laptop oder ein E-Book-Reader am Strand lassen möchte, also bei Salzwasser und Sand. Also ist ein Comic mehr so Nutzware, die wird benutzt, so ein guter Comic, ja? Okay. Ja. Auch den kann man signieren lassen, im Gegensatz zum digitalen Comic, ne? Ja, signieren, aber man sollte die Comics doch lesen, nicht nur sammeln, auch reingucken und lesen. Okay, alles klar, dann danken wir dir vielmals für deine Zeit. Und da wäre es noch sehr nett, wo du uns sagen kannst, wo man dich vielleicht online finden kann, wenn man sich mal dein Portfolio und vor allem auch deine Verkäufe anschauen möchte. Ja, meine Website www.altecomics.de. Einfach zu merken, einfach mal raufschauen. Oder bei Facebook, Racing Rainer. Da kann man mich auch antreffen. Alles klar, Rainer. Vielen Dank für deine Zeit. Ne? Ciao.